Heute wird dieser Erdbeertopf angemalt. Die ersten Erdbeeren sind schon da. Ist das nicht schön? Aber der Topf, der sieht noch ein bisschen langweilig aus. Zuerst mache ich den Topf etwas sauber, damit die Farbe besser hält. Dieser Aufkleber hier möchte ich draufkleben. Aber bevor ich die Aufkleber aufklebe, suche ich eine Farbe raus, die ich als Untergrund nehme. Als Untergrund nehme ich eine alte Zeitschrift, die ich nicht mehr brauche. Ich habe mich jetzt für diese Farbe hier entschieden. Das Blau ist auch schön, das nehme ich vielleicht auch. Und hier habe ich noch Glitzer. Hier ist mein Pinsel-Etui. Da suche ich mir einen Pinsel raus. Um mir meine Küchenbecher nicht schmutzig zu machen, habe ich jetzt einen Milchreisbecher genommen, den ich eh weggeworfen hätte. Ich suche diesen Pinsel aus. Und hier habe ich Wasser. Das hier ist mein Teller für die Farbmischung. Und es tut zwar nichts zur Sache, aber der Kaffee darf auch nicht fehlen bei so einer Bastelaktion. Es ist wichtig, dass die Farbe die Pflanze nicht berührt. Möchte man nicht so eine dunkle Farbe haben, nimmt man mehr Wasser. So, die erste Farbschicht ist jetzt drauf. Hier sieht man das Muster noch einmal vom Nahen. Bei diesem Wetter trocknet die Farbe relativ schnell. So, jetzt kommen die Aufkleber. Besonders modern in diesem Jahr 2017 die Ananas. So, jetzt sind nur noch kleine Sticker übrig. So, jetzt sind die Aufkleber von allen Seiten aufgeklebt. Am Ende kommt der Lack drauf. Mit einer Tüte ist es natürlich viel vernünftiger. Ohne Tüte geht's gar nicht, das spritzt zu sehr. Vielleicht kann man den leichten Glitzereffekt erkennen. Die Sonne versteckt sich bald und jetzt ist auch der Blumentopf fertig. Ja, in der Zwischenzeit war noch einiges passiert. Glitzersterne sind draufgekommen.
aufgekommen und Perlenstifte kamen zum Einsatz. Hier ist noch eine Nahaufnahme. Das glitzert ganz schön. Definitiv eine fröhliche Sommerdeko für den Balkon. Die Farbe dieser Perlenstifte braucht ungefähr 2 Stunden, damit sie nicht mehr ganz feucht ist. Somit werde ich noch etwas abwarten müssen, bevor ich diese Pflanze von der Tüte befreie. So, wie man sieht, ist es jetzt trocken. Es sind ungefähr 3 Stunden vergangen. Jetzt kann die Tüte auch wieder ab. Und so sieht das jetzt fertig aus. Und fertig.